Tschüss. Bist du scharf? Scharf? Bin ich scharf? Aber du was habe ich letztens gehört? Du bist voll trocken. Waldbrand auf Lauertoast. Kennst du? Du bist aber trocken. Waldbrand auf Lauertoast. Montag, ja. Dry January. Wie heißt das? Der trockene Januar. Ja. Wo kommt der? Also angeblich sollte der aus England kommen, aber das stimmt aber nicht. Übernommen aus der Schweiz, aber ich glaube, es kommt aus Borkheide. Jetzt kommt aus Borkheide. Mache ich nämlich schon seit vielen, vielen Jahren, habe ich eigentlich schon gemacht, als ich noch nicht in Borkheide war. Immer im Januar trocken. Wir müssen also nicht waschen und nix. Wir ändern mal den Wikipedia-Eintrag und dann kommt das aus Borkheide. Genau. Also nicht waschen und nix, also trocken. Also, na ja gut, sagen wir mal ehrlich, wir fassen halt mal keinen Alkohol an, aber nicht, weil wir müssen oder so, sondern weil wir testen. Gibt ja Sprudelwasser, Medium, Wasser ohne Sprudel und trockenes Wasser. Und was passiert, wenn man trocken ist, Matze? Man sieht scheiße aus danach. Guckt euch das mal an hier. Hast du es gesehen? Die waren alt, oder, die Beeren? Und hier die letzte Stufe dann, guck mal hier. Nee, die nehmen wir nicht. Meinst du, das machen wir nicht? Da hören die, da fangen wir wieder an, ab Februar zu trinken. Ja? Das machen wir so weit, halt man das nicht durch. Ja, hallo Borkheide, hallo Welt, da sind wir natürlich schon wieder. Matze und Lutze. Ja, wie immer montags, wir haben nichts zu sagen. Wir sitzen mal hier. Keine Themen. Doch, na, ein bisschen was haben wir zu sagen. Ach. Also als erstes mal, bevor wir es vergessen, der Wildes Catering. Wildes Catering hat nichts mit Wild zu tun, oder? Auch, machen sie auch. Die sind wild? Richtig, die wild machen sind auch die? Ach so, die machen wild. Neben wild, ja. Aber die haben Wochenrezepte, Wochenessen, normales Mittagessen. Wie in Borkheide News schon genau, zu lesen, wer genau, lesen kann. Borkheide News wurde schon reingestellt. Und da gibt es irgendwie so ein Abo für Rentner. Die bezahlen nur 4 Euro, wenn sie abonnieren. Und kostet so zwischen 4,90 Euro und 5 Euro mal das Essen, glaube ich. Und wird wohl geliefert, ne? Und kann auch geliefert werden, wenn man das möchte. Ich weiß auch nicht, ob man dafür extra bezahlen muss. Hast du ein Bild eingeblendet? Welches Bild? Ja, mit der Adresse und so. Ich habe die Adresse nicht. Und doch, steht da drauf. Alles gut. Ja. Der Lutz hat sich hier gerade das Bild eingeblendet von der Woche, diese Woche. So. Habe ich dich jetzt durcheinander gebracht? Erfolgreich. Ja, sehr schön. Ich muss erst mal überlegen, welches Bild du meinst. Gruß der Woche nicht vergessen. Gruß der Woche? Wen grüßen wir denn diesmal? Also pass auf, ich grüße dich. Hallo Matze. Okay, ich grüße den Lutze. Hallo Lutze. Ja, siehst du, war schon mal einfach. Gruß der Woche. Ging auch mal. Hat nicht geschneit. Doch, heute vorhin hat es ein bisschen geschneit. Ja, es hat vorhin geschneit. Das war ein bisschen geschneit. Ja, aber. Aber ganz wenig. Kriegen wir denn noch richtig? Ich will mal Skifahren. Wir dürfen ja nicht raus. Wir sind noch gar nicht bei Wetter. Wir sind noch nicht bei Wetter. Corona-Update. 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 Ja, wir sind irgendwo über 200. Corona-Update. Was uns dazu macht, dass wir den Landkreis, bei uns heißt es Landkreis, bis auf 15 Kilometer außerhalb nicht weiter dürfen. Das ist witzig, ja. Das ist eigentlich komisch. Weißt du, dass ich meinen Sohn in Berlin trotzdem besuchen kann? Weil das von Teltow bis zu meinem Sohn nur 12 Kilometer sind. Du bist doch in Potsdam-Mittelmark. Ja. Und Potsdam-Mittelmark, ich muss dir mal angucken, wo Potsdam-Mittelmark endet. Und Teltow gehört noch zu Potsdam-Mittelmark? Aber wer will nach Berlin? Na, vielleicht muss ich meinen Sohn machen. Aber ich darf ja nur alleine hin, oder? Richtig. Oder umgedreht. Das ist wie mit deiner Nachbarin. Du kannst mit Ines deine Nachbarin nicht besuchen. Nee. Darfst du nicht. Aber sie kann hier rüberkommen und dich besuchen. Ja, und die kann aber Vormittag bei uns sein und nachmittags wieder woanders. Regelungswut, Regelungswahn. Naja, und übrigens, die ganzen Regelungen gehen mir sowieso... Das sind ja teilweise berechtigt. Aber immer noch der Spruch, warum nicht alle? Warum gibt es immer noch Sportler, die kreuz und quer durch die Welt fliegen und sich da überall anstecken, auch beim Skispringen und überall, und auch die Kirchen auf sind? Also irgendwo fehlt mir hier immer noch das Verständnis, also entweder alle oder keiner. Sich das wenn sie mal konsequent durchziehen würden, ja. Alle oder so, keiner. Das ist eigentlich da fliegen die Briten in die Schweiz zum Skifahren, dann sind die plötzlich aus den Hotels verschwunden. Alle eiern irgendwo durch die Welt und alle sagen, na, mich trifft es doch nicht und ich muss auch mal raus. Irgendwie müssen alle mal raus, aber alle mal nicht. Ich auch, ich bin schon seit März drin. Ich habe gar nichts verbrochen. Wir sind seit März in Quarantäne. Wir können bei dir auch da fast. Nicht ganz, aber fast, ja. Am 11. Jahrestag, ein Jahr Homeoffice. Am 11. März, ein Jahr Homeoffice, Jahrestag. Jo. Und dann haben wir ja heute Morgen gelesen, übrigens, weil machen wir mal gleich weiter, weil das, wir müssen sonst ständig was trinken, wenn wir dieses Wort benutzen. Und da wir ja momentan nichts trinken, dürfen wir das Wort auch nicht aussprechen. Doch, ich habe gestern übrigens mal Sekt getrunken, alkoholfreien Sekt, wie saurer Rhabarbersaft geschmeckt. Also das ist nix mit X. Da kennt sich der Stefan aus übrigens. Der fällt, der das hört, dann fällt er auch gleich um. Den kann man doch nicht trinken, der Zeug. Der hat schon mal aus Versehen alkoholfreien Wein gekauft, hat er nicht hingeguckt beim Kaufen, wahrscheinlich keine Brille aufgehabt. Und hat dann die Flasche geöffnet und genussvoll einen Schluck genommen.
Zack. Das ist echt, die kann man noch. Tag versaut. Was schmeckt denn? Das schmeckt ja irgendwie wie Rhabarbersaft, wie saurer. Hm. Also irgendwie war das nicht meins. Naja, dann kannst du auch Wasser trinken, das ist besser. Hm. Hat wenigstens Geschmack. Wasser hat mehr Geschmack als. Genau, aber wo ich jetzt hin wollte, war bei auf Borkheide News heute zu lesen. Hier neben mir hat Busse parkt hier an meinem Grundstück wieder. Hm, hast du bestellt, ne? Habe ich bestellt, natürlich. Ich meine, muss ich mal so hart sagen, es ist manchmal auch sehr angebracht. Hier fahren sind ja Leute unterwegs, das kannst du dir einfach nicht vorstellen. Du konntest ja länger ausschlafen. Also die das war ruhig, ja. Hm. Rasen hier manchmal ganz schön lang, aber Verkehrstipps. Bei Schnee und Eis fensterfrei, nicht Rasen im Ort, weil, pass auf Leute, ihr merkt es nicht, ich weiß es, wenn ich aus dem Ort rausfahre, merke ich auch nicht, ob ich 70 oder 100 fahre, aber wenn man hier wohnt, ja, und das rauscht hier so, und nur so nebenbei, ihr müsst auch nicht denken, dass man Elektroautos nicht hört, die machen einen Krach hier auch mit ihren Reifen auf dem Asphalt, das ist nicht mehr feierlich da, ich glaube, die Motoren hört man gar nicht, man hört nur das Geräusch der Reifen immer, und wenn man so schnell, das rauscht hier vorbei, man, das ist immer so ein Geräusch, wo man sagt, was war denn? Und dann natürlich hier noch ein kleinerer Verkehrstipp. Die Seitenstraßen in Borkheide übrigens, die sind alle rechts vor links. Also das war heute, glaube ich, ungefähr das 25. Mal, dass ich an der Belitzer Straße über einen Haufen gefahren worden werde, würde, hätte wäre gewesen tun. Gewesen tun. Ich habe gebremst. Der Blick des anderen Autofahrers war etwas komisch, er hat es gemerkt. Immerhin, nachdem ich dann die halbe Strecke bis zur Lutze hatte, war der schon am Gewerbegebiet. Also wenn der Blitzer heute noch mal in der 30er-Zone gestanden hätte, hättet ihn nochmal erwischt. Also, ich weiß nicht, irgendwann verpenne ich es mal zu bremsen und dann knallt es an der Stelle. Ich finde es halt sowieso witzig, weil bei uns ist hier voll die 50. Normalerweise habe ich damit auch gar kein Problem, wenn die Leute wenigstens 50 fahren würden. Und hier in ist hier in Neuendorf auch 30? Nee, das ist 50. Ne? In Neuendorf ist nicht 30, aber hier in. Nachts ist 30 in Neuendorf. Ja. Bei uns wird gebrettert hier bis zum. Da wird draußen manchmal nicht über die Straße rüber. Aber ja, okay. Wie gesagt, also auch alle, die ihre Kinder in den Kindergarten bringen und wenn ihr wieder vorfahrt, die Belitzer Straße, rechts, das sind wirklich gleichrangige Straßen. Der Kindergarten ist zu. Egal. Hat Corona. Dann halt später. Ja, Kindergarten hatte auch einen Corona-Fall, haben wir auch schon gelesen. Mhm. Ja, mehr Informationen haben wir dazu nicht. Ich denke mal, die haben so eine 10 Tage Quarantäne. Mhm. Und dann werden die Ergebnisse, Testergebnisse zeigen, wie es weitergeht. Ja, auch hier kommt es an. Die Zahlen waren ja 24 grob, ja, hatten wir. 24 in, ja. Infizierte und 7 in Quarantäne. Wieder eine Zahl, die nicht verständlich ist. Ja, die sind nicht infiziert, die in Quarantäne sitzen. So musst du es vielleicht sehen. Aber wenn jemand Corona hat, die wohnen doch nicht alle alleine. Na, vielleicht doch. Okay, gut. Ich weiß es nicht. Hm. Ja. Was haben wir noch? Wetter. Wetter. Schnee. Schnee und Eis und Scheiß. Guck, ja, Schnee kommt. Also die Tiefdruckgebiete kreiseln ja so uns rum, dass sie sehr viele Wolken mitbringen, sehr viel Nässe mitbringen und eben auch vereinzelt mal die Schneeflocken fallen. Und es kann die Woche noch passieren, Mittwoch bis Freitag, aber auch nur in ganz geringen, wie nennt man es, homöopathischen Dosen. Mhm. Nicht Bierdosen, sondern ja, homöopathische Dosen. Und die Temperaturen gehen aber nachts dann ab dem Dienstag und Mittwoch auf teilweise bis zu minus 5 Grad runter. Deswegen auch wieder wie üblich der Aufruf, bitte früh morgens, wer auf Arbeit fährt, vorsichtig fahren, es könnte glatt werden. Eisbahn. Morgen früh, vor allem Dienstag von 4 bis 7, könnte es hier in dem Bereich doch etwas mehr schneien oder etwas regnen, je nach Temperatur. Eisbahn. Man kann dann auch im Eis baden, wenn man ausgerutscht ist und in den Bach gefahren ist, ja. Ja, so sieht's aus. So quälen wir uns jetzt hier von Montag zu Montag. Wir würden gerne mehr berichten. Das, ja, aber ehrlich, aber wo willst du denn jetzt hin? Eigentlich, du musst ja aufpassen, dass du da nicht weggefangen bist. Aber doch, weißt du, was mir aufgefallen ist? Viel Polizei im Ort. Was? Ich wusste gar nicht, dass wir so viel Polizei haben hier. Immer mal wieder. Und die halten dann auch mal so Radfahrer an und sowas. Wir waren ja mit Hund. Letzte Woche haben wir es gesehen. Da waren dann gleich 2 Polizeiautos hier. Ich wusste gar nicht, dass hier so viel Polizei gibt. Manchmal sucht man die. Und jetzt sind wir relativ häufig doch Zielobjekt von Kontrollen geworden. Ich sitze aus in Quarantäne oder ich sitze hier bei dir in Quarantäne. Hier sind wir auch hier oben eingesperrt, hier oben. Ne? Kommt da keiner rein und raus. Und wir sind auch nur beide alleine. Ines haben wir weggeschickt? Ja, die haben wir woanders in Quarantäne geschickt. Die ist beim Zahnarzt. Er hat aber keinen Aua. Lässt sich dort die Zähne putzen, das mache ich noch selbst. Ja. Grüßen abends.
Schön. Wir gleiten ab. Ich weiß. Ja, okay. Also das mit dem Wetter ist auch nicht so, wie es soll. Weil eigentlich sollten wir jetzt mindestens 2,50 Meter Schnee haben. Und 10 Grad minus? Auf der Länge und 10 Grad minus. Und ansonsten bleibt uns eigentlich nur zu sagen, Leute, bleibt gesund. Ja. Du auch? Viel Vitamine? Viel Vitamine. Mache ich. Wenig Alkohol? Ja. Möhrensalat. Mit okay. Apfel und so ein Zeug. Aber Möhren habe ich gar nicht dran gemacht. Müsst Salat dran. Ich hab, wir machen mal Koch. Ich glaube, wir machen mal Kochsendung. Mal wieder? Ja, wir machen mal Kochsendung. Wie kocht man Kaffeewasser? Oder Salat? Ich habe noch nie Salat ordentlich zubereitet. Gekocht? Hm? Wieso kannst du das nicht so ganz einfach? Wasser heißt Salat rein. Nee, jetzt Salat nicht. Gut, wir sehen uns nächsten Montag. Bis dahin. Und tschüss. Auf Wiedersehen.